Warm willkommen, Markus Termin, astrologisches Stundenbuch. Es ist der 26. April 2024. Sonne im Zeichen Stier. Mond hat übergewechselt ins Zeichen Schütze. Und was macht der Mond dort im Zeichen Schütze? Wenn wir rübergehen zu den persönlichen Horoskopen, also jemand wäre oder ist geboren mit Sonne im Zeichen Stier und Mond im Schützen, dann wird der Mond im Schützen der Sonne im Stier seine ganze Begeisterungsfähigkeit für den Aufbau der Realität zur Verfügung stellen, die diese Persönlichkeit mit Sonne im Stier in dieser Welt manifestieren möchte. Ihr wisst ja, in der Astrologie geht es vor allem darum, die Sonne zu verwirklichen. Das bedeutet, eine Stiersonne, wenn sie nicht gleichzeitig den Südknoten im Stier hat, hat die Aufgabe, quasi in der Realität Volumen zu schaffen. Man könnte profan sagen, durchaus sich Besitz zuzulegen. Allerdings hat dieser Besitz nicht den Sinn und den Zweck, das alles alleine zu verknustern, sondern die Stiersonne soll in seiner großen Hacienda, in seinem Wirken doch auch für andere ein Schirm sein, eine Sicherheit sein, mit der man auf dem Boden zum Beispiel eine Herde unterhalten kann. Und das macht der Schützemond mit seiner Begeisterungsfähigkeit, dass er der Sonne quasi die Bälle zuspielt und sagt, hier ist noch was, von dem könntest du auch begeistert sein, hier ist eine Form von Glauben. Es kommt dazu, dass der Schützemond, wenn Sie Schützemondeigner kennen oder selber vielleicht einen Schützemond haben, eine tiefe, tiefe Sehnsucht nach Anbetung hat. Anbetung im Sinne von etwas zu verehren, was über ihn selber hinausgeht. Das muss nicht religiös sein, aber das kann religiös sein. Und es kann, wenn es natürlich von der inneren moralischen Instanz nicht kontrolliert wird, genauso wie der Skorpionmond übrigens, in den Bereich des Fanatismus hineingehen, was es natürlich nicht sollte. Aber im positiven Sinne ist der Schützemond eine wunderbare Inspiration, insbesondere für das Thema Zukunftswurf. Ja, der Schütze, der trifft etwas, was ganz weit von ihm entfernt ist und was erst in der Zukunft erreicht werden soll. Das ist die Situation und das ist die allgemeine mundane Situation. Wie das jetzt bei euch im Horoskop aussieht, das ist natürlich eine andere Frage. Stellen wir uns vor, ihr habt die Sonne im Zeichen Skorpion und den Mond im Zeichen Zwillinge, dann ist diese Idee mit dem Schützemond und der Sonne im Stier ziemlich weit weg von eurer eigenen Intention. Ihr wollt mit der Sonne im Skorpion ein magisches Setting, eine magische Gestaltung der Welt, übrigens auch wenn ihr euch dessen nicht bewusst seid, sage ich jetzt mal so frech, und mit dem Mond in dem Zwilling, da geht es euch nicht darum, jetzt quasi einen weisen Leitstern zu haben, der mit Inspiration und Begeisterung die Sonne befeuert, sondern mit Mond im Zwilling geht es um Beweglichkeit, Kommunikationsfähigkeit, Information, die der Sonne dann doch zukommen sollte. Beide Zeichen, Gegenzeichen haben immer miteinander zu tun. Das wird euch auch auffallen, wenn man zum Beispiel heiteres Sternzeichen raten. Nie ist es so schwierig, wenn jetzt zum Beispiel jemand die Sonne im Stier hat, aber viele Zeichen, viele Planeten auch im Skorpion, dann kann man ihn oft auch für einen Skorpion halten. Also die Zeichen haben immer miteinander zu tun, haben immer miteinander eine Verbindung, so wie das Fischezeichen seine Sensibilität mit dem Jungfrauzeichen teilt. Die ist total ähnlich und trotzdem haben sie völlig andere Ziele und andere Ausrichtung. Nun gut, also das ist eben der Schützemond. Was können wir jetzt anfangen mit dieser Begeisterungsfähigkeit, mit diesem, wir stellen uns Ziele, wir fassen Hoffnung mit dem Schützemond, eben ein bisschen davon auch übernehmen in unser eigenes Horoskop. Und wenn es uns nicht gerade diametral widerspricht mit dem Oppositionsmond oder auch der Oppositionssonne, dann können wir es vielleicht auch ganz gut ins Leben einbauen. Da oben fängt ein Aspekt an, wichtig zu werden, der erst am Montag exakt sein wird, das wird die Konjunktion von Mars und Neptun sein.
Und ihr wisst ja, dass ich nicht aufhöre zu sagen, dass Neptun in dieser sogenannten Dispositorenkette im Augenblick und seit vielen, vielen Wochen immer das letzte Glied ist. Das wird nicht mehr lange anhalten, denn einige Planeten werden in ihr Domizil wechseln. Aber im Augenblick ist es noch so, dass alles auf Neptun hinausläuft. Und der kosmische Krieger, der wird diesen Neptun am Montag treffen. Und was macht er da? Einfach nur, um euch ein Beispiel zu geben, wie man astrologisch vorgeht. Denn es ist ja diese vertikale Entsprechungsebene gegeben. Und wir gucken uns als Astrologen alle möglichen Horoskope für alle möglichen Gelegenheiten an. Ich zum Beispiel, ich habe mal in Freiburg im Breisgau, lange ist es her, beim Fototeam Vollmer eine Ausbildung als Werbefotograf gemacht. Und da habe ich mal meinen Vertrag unterschrieben und angeschaut, wie das eigentlich astrologisch aussieht und habe festgestellt, oha, ich habe unterschrieben, ganz genau als Mars mit dem Neptun eine Konjunktion hatte. Das war damals im Zeichen Schütze in meinem 9. Haus und entsprach natürlich dem Thema Bildung, Ausbildung, höhere Ausbildung, Werbefotograf und so weiter und so fort. Da bildete man sich damals was drauf ein, ich werde Werbefotograf, ja, ich bin etwas Höheres, ich kann also in die Gestaltung hineingehen. Es hat viele, viele Jahre gedauert, bis ich herausgefunden habe, dass diese Fotografiererei und diese Filmerei eine Form von Betrug ist in meinen Augen, eine Form von Schein. Und ich habe auch einen Gewährsmann gefunden, der mir das erklärt hat, nämlich Sokrates. Der ist mit der hellenischen Schauspielerei schon arg ins Gericht gegangen. Er wurde ja auch persifliert von, ich glaube, Sophokles, hat Komödien über ihn geschrieben und sich lustig gemacht. Das hat letztlich dann auch zu seiner Verurteilung geführt. Sokrates, ihr wisst ja, ein Gerichtsmord frühen Ausmaßes. Aber Sokrates hat mir erklärt und auch seinen erstaunten Zuhörern erklärt, dass die Schauspielerei gar keine große Kunst ist, sondern eine Kunst der Täuschung, dass man die Menschen täuscht. Und genau dasselbe passiert in der sogenannten Werbefotografie und mit unserer ganzen Glitterwelt. Es ist gar nichts Edles, dort großer Fotograf zu werden. Es ist gar nichts Edles, ein Schauspieler zu sein und für seine Täuschungskunst einen Oscar verliehen zu bekommen, sondern es ist moralisch in höchstem Sinne fragwürdig. Ja. Und wer mit kleinen Kindern zu tun hat und weiß, wie sie auf Schauspielerei reagieren, der weiß, dass sie davon extrem irritiert sind. Kleine Kinder sind darauf angewiesen, dass ihnen ein aufrichtiger, wahrer Mensch begegnet und ihnen ihr wahres Antlitz zeigt. In dem Augenblick, wo ein professioneller Schauspieler Kinder verwirrt und ihren Geist verwirrt, sind sie bereits in ganz, ganz frühen Jahren irritiert und auch geschädigt. Und ihr wisst ja, so ihr nicht werdet wie die Kinder und so weiter und so fort. Das gilt sehr, sehr umfassend. Also hier Mars, Neptun begegnen sich und können in der negativen Ebene diese Täuschung auf die Spitze treiben. Aber genauso wie es die positive Ebene gibt und die auch auf die Spitze getrieben werden kann, ist Mars zusammen mit Neptun, das ist die Aufladestation für den spirituellen Krieger. Hier bekommt er Hinweise von Neptun, wie der nächste Zwei-Jahres-Rhythmus, ich benutze ungerne kämpferische Worte, aber wie der Kampf des spirituellen Kriegers ausfallen wird die nächsten Jahre und was er da erreichen kann. Deswegen werden wir uns dieses Horoskop der Konjunktion von Mars-Neptun ganz genau angucken, aber erst morgen oder am Montag oder einen dieser Tage, wenn es exakt sein wird. Ich wollte jetzt nur mal den Fokus darauf richten, weil ich glaube, dass das wichtig ist, insbesondere deswegen, weil natürlich hier diese Lilith-Opposition mit den geschwärzten Seiten immer Tagesordnung ist für uns und wir damit in einer Gesellschaft, die sich entschlossen hat, die Wahrheit verwahrlosen zu lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, wir damit immer zu tun haben. Es wird nicht aufgehen, die verwahrloste Wahrheit kommt doch ans Licht, aber es wird massivst versucht von vielen, die davon profitieren und die ein Interesse daran haben und die vor allem damit Gewinn machen,
die kultivieren die Fähigkeit, andere und sich selbst zu belügen auf geradezu unfassbare Weise. Aber ihr seid davon Zeugen dieser Zeit. Falls ihr Lust habt zu sehen, wie Mars, Neptun sich in eurem Horoskop auswirken, sehr gerne hier oben diese E-Mail-Adresse benutzen. Unten im Blog gibt es die Bedingungen für eine Konsultation. Ich muss dazu sagen, wem das zu teuer ist. Wir können auch halbe Sessions machen oder so. Also das ist auch möglich, nur so als Hinweis. Genau, mehr sorry jetzt dazu nicht. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf morgen. Markus Termin, astrologisches Stundenbuch am 26. April 2024.